So, Via Hamburg hat sich jetzt hier versammelt und die Feuerstelle wird locker zubereitet im Wind des Wechsels. Wir halten hier immer so ausschnittsweise ein paar Eindrücke fest. Aber wir sind hier. So, das Feuer brennt langsam. Hier ist relativ windig. Also wir wissen noch nicht, ob ich hier mit meinem Wolldeckenkollegen richtig sitze, windtechnisch gesehen. Aber wir gucken mal. Aber es fängt an zu brennen langsam. So, Hamburg ist doch recht frisch heute hier. Aber es wird eingeheizt. Massiv eingeheizt wird jetzt hier. Schön blasen, Mann. So, wir sind jetzt hier direkt an der Schamanenstelle. Die Hamburger Feuereikugel wurde bereits in die Glut gelegt. Und unser Schamane, man sieht ihn hier mit dem Stock, schreibt Botschaften in die Welt. Man sieht es deutlich. Könnt ihr das sehen, wie er sozusagen bewusste Botschaften auf, ohne die Feuereikugel zu berühren, in die Welt sendet? Also unser Hamburger Schamane in Höchstform, sage ich da nur zu. Grüße nach Berlin übrigens. Und Bauchi, leg dir nicht so eine Feuereikugel auf den Bauch. Den werde ich mal angehören. Auch ein schöner Gedanke. Der Punkt bleibt, verdammt. Nein. Ich will nicht. Also, wir sehen hier unsichtbare Zeichen unserer Schamanengemeinschaft. Ich bin jetzt noch auf dieser braun kartoffelartigen Schriftfläche und werde jetzt mal auf die. Ich sehe das jetzt hier nicht so. Moment, da haben wir sie. Ah, hier, da genau. Also, Frau Dr. Sari macht ungewöhnliche Zeichen auf einem Schamanenstein. So nennen wir das hier in Hamburg. Und sie hatte eben schon, und wird das gleich nochmal wiederholen, dass wir in den Schamanenstein schreiben und es wird sich wie von selbst auflösen. Also ihr seht, die Farben, die verschwinden. Saris, da sehen wir die ersten Ansätze des Ws. Ja, deutlich zu erkennen, ein W, ich kann es sehen. Phänomenal. Frau Dr. Sari macht das ja blind mit verbundenen Augen. Jetzt wird sie zum. Ja, genau, das I, man sieht es. Der Punkt wird oben gesetzt. Ja, man hat ihn gesehen, ganz deutlich. Er war da und ist sofort wieder weg. Punkte verschwinden also schnell in der Schamanenwelt. Und sie wird jetzt noch ein. R für Revolution, Love, also ne, der Evol-Umkehrschluss, das sieht man deutlich. Und jetzt müssen wir Frau Dr. Sari auch vom Feuer entfernen, denn sie fängt jetzt an, wilde Zeichen zu malen. Warte mal, ich mach mal den Teller weg. Pokémon, das. Ja, das verwirrt die anderen nur wieder. Das auch machen, ist egal. Können wir auch machen. Ja, das ist doch mal im Hintergrund irgendwie so mit dem. Ja, so kann man das gut sehen. Oder mit Feuer. Ja, oder genau, dann macht das doch vom Feuer. Das ist doch noch geiler. Das hat doch noch spirituelleren Charakter, das Ganze. Warte mal, okay. Ich zoome das mal so ein bisschen. Ja, doch, das mit dem Feuer ist nicht schlecht, das ist geil. Ja, ich hab gut. Schön. Ja, das war cool mit dem Rausziehen, das war gut. Doch, geil. So, unsere Schamanin Frau Dr. Sari hat jetzt hier mittels Hypnose Kugeln im Freiheitsfeuer
Da hinten fährt auch ein. Bunte Lichter auf die andere Seite des Sees zaubern können. Und ich halte die mal fest. Da hinten ist auch. Als Gruß von Hamburg nach Berlin. Könnt ihr auch Lichter zaubern in Berlin? Saarland hat auch ein Treffen gehabt. Da kommt noch ein.